Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Thief. Ja, die letzte Folge endet ja damit, dass wir hier ein paar Leute eliminieren mussten. Hat zwar alles relativ lang gedauert, aber es hat am Ende funktioniert. Gott sei Dank. Dann machen wir mal jetzt auch weiter, so ganz in Ruhe. Was ist in diesem Raum? Komme ich da irgendwie überhaupt rein? Nee, ne? Da muss man doch irgendwie rein können. Eigentlich. Aber ich sehe gerade keinen Eingang. Kann ich hier hoch? Dann da hoch? Ah, hier komme ich also rein, oder? Was haben wir denn hier? Hauspflichten, Bürgerschaft. Hauspflichten. Oh, 017. Tresor. Soll ich mir mal merken. Hier muss doch noch mehr sein. Wie komme ich denn in den Raum rein, wo er rein wollte? Okay, da ist ja nichts. Da habe ich den Tresornotiz geholt. Da ist auch nichts. Ah, okay, ich kann hier. Ah, hier ist es bestimmt, ne? Richtig. Schriftrollenhalter, noch ein Schriftrollenhalter. Lose Enden. Das war's, Olli. Okay, dann lass ich mal wieder hier raus, falls hier nichts mehr ist. Na, erstmal was. Ein Füller. Jetzt kann ich hier raus. Wie weit bin ich mit meinem Ziel eigentlich? Ah, 5 Fallen. Nein, das mit den 5 Fallen werde ich glaube ich nicht hinbekommen. Warte, wo bin ich denn jetzt? Da. So, dann wieder hier raus. Hier ist ja keiner mehr, Gott sei Dank. Dann machen wir uns mal auf zum Tresor. Inventar ist voll. Warum höre ich jetzt schon wieder jemanden? Das gefällt mir nicht. So. 017 war das. Dann zeigen wir, was hier schönes drin ist. Eine Urne, ein Siegel, eine Bürgerschaft und noch eine Bürgerschaft. Ach schade, der Tresor wurde schon ausgeräumt. Wieso habe ich mir das Gefühl, dass die Stimmen verdammt nah an mir drin sind? Wenn ich Garrett, ihn nein. Wenn du wen findest. Und was machst du dann? Okay, hier ist glaube ich nichts mehr so zu weit zu holen. Garrett, nein. So ist es richtig.
Gib mir den nächsten Speicherpunkt. So, okay, so weit, so gut. Ich kann mir soweit mir erstmal einen Lapsus leisten. Weil ich jetzt wieder schon gespeichert habe. Wir haben gewonnen. Wie kann das sein? Ihr habt gewonnen? Also ich gewonnen das. Ich habe mal so eine kleine Idee, kann funktionieren. Kann aber voll schieben. Ja, wo müsst ihr denn ungefähr hin? So ungefähr. Wenn ich den Kronleuchter aktiviere, ungefähr. Ich fühle mich beobachtet. Da. Klammere dich an deine Schatten. Gleich ist es vorbei. Dein Unglaube ist dein Untergang. Jetzt können wir uns beweisen, Bruder. Die Götzen werden beweisen, dich holen. Also Jonas. Einer unserer Brüder ist tot. Wie sagt der Hannibal immer so schön, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ey, dafür habe ich jetzt kein Achievement oder was? Das war doch mega die geile Aktion. Gleich drei Leute auf einen Schlag. Quasi. Das Problem ist, mir geht so gerade ein bisschen die Ausrüstung aus. In Northcrest Manor Erdgeschoss. Oh, ich muss hier speichern. So einen Move kriege ich nie wieder hin. Ich gebe nicht auf. Niemals. Du solltest es. Ha? Och nö. Och nö. Ach gut, ich habe gespeichert, von daher juckt mich gerade nicht. Die drei sind ja noch weiter tot. Ich kann mich weiter nicht belästigen. Von daher, so what? Also, wo bin ich jetzt? Ach ja. Da ist der! What in the hell? Ach komm, jetzt wirklich? Okay. Passiert. Scheiße, nicht mit unter dem Kronleuchter oder dem Explosionsfall oder so. Da ist der! Ich hab ihn! Okay. Was mache ich jetzt? Ich habe keinen Explosionsfall mehr. Das ist ungut. Ah, hier noch was anderes im Petto. So ist es ja nicht. So, ich muss kurz erstmal weg. Ups, weg. Ach, du hast mich nicht gesehen, hör auf zu erzählen. Hey. Ich werde dich finden und ihn rächen. Ups. Ich zeige dir was. Hey! Ich hab jemanden gesehen. Das ist er. Ich weiß es. Ich komme dich holen. Ich komme dich gleich holen. Warte mal. Wo steckst du, Wurm? Wo versteckst du dich? Ah, ich hab doch nicht mehr das, was... Nein! Oh. Die Dämmerung führt mich zu dir. Ich komme dich holen. Ich komme dich gleich holen, wenn ich so weit bin. Ach, Mist. Da ist er! Ich hab ihn! Ja, Mann. Ich krieg... Na, jetzt... Jetzt wird's tricky. Ich hab mir nichts mehr im Pedo. Ich hab gar nichts mehr. Aber das Gold bestimmt.
Ich kann jetzt einen ganz anderen Weg gehen, ich kann jetzt auch weitermachen, aber das ist Gold. Und das Gold will ich haben, ich muss nur noch an ihnen vorbei, glaube ich. Aber lass mich mal kurz hier raus. So. Naja, kommt schon. Warte mal. Ja, ich hänge hier fest. Wir würden alle für Orion sterben, Ungläubiger. Ihr seid doch echte Spinner, ganz im Ernst. Wieso hängt ihr wirklich so dermaßen an Orion? Ich suche hier unten. Als ob er euch weiterhelfen wird. Erzittere vor dem Licht der Götzen der Dämmerung. Ach komm, der Plan hat nicht funktioniert. Ah, Mann. Ich hab jetzt gar nichts mehr, ne? Doch, ich hab noch einen Seilfall. Und der Stückungsfall. Oh, das ist eine Geldbörse, das nehme ich gern. So, wo läuft der jetzt rum? Da sind überall Glasscherben, das ist ungut. Wo ist er jetzt? Na, mal kurz speichern zwischendurch. Wo läuft der denn rum? Okay, ich geh jetzt erstmal hier rein. Wo zum Geier ist denn? Wie kann das sein? Ein Lichtschalter wäre mal ganz nett. Und jetzt mal hier durch. Der Schmerz in meinem Schädel geht zu. Oh, das ist ja noch mehr Feuer, na wunderbar. Das ist doch bestimmt Gold, aber garantiert. Wo ist er jetzt wieder? Warte mal, gehen wir jetzt mal hier lang. Jemand kommt in. Wow, Garrett! Klar, wie die Dämmerung. Was ist das denn? Da ist Gold, aber hundertprozentig. Aber ich habe keinen Breitkopfpfeil. Ich hätte mich echt besser ausrüsten sollen. Aber ich sage, scheiß mir da drauf. Opportunist und Jäger. Wie weit bin ich denn mit meinem Ziel eigentlich? Ja, nicht mal 50%. Ich geh jetzt da durch. Wenn ich hier gerade schon freie Bahn habe. Da ist was. Da ist was. Er ist immer noch hier. Irgendwo. Hey. Ach nö. Ich sehe ihn. Klar wie ach, die Dämmerung. Ach nö. Tschüssi. Auf wieder. Nein, Garrett! Garrett, steh auf. Alter, Götz, steh doch auf, Mann. Oh, Mann. So, lass mal hier weg. Aber ich kann nicht fliehen. Ich kann nicht speichern. Warte mal, wie komme ich jetzt hier wieder weg? Wenn du der Dämmerung trotzen willst. Oh,
Ach man, Garrett, ey, Jesus Christ. Warum spielst du jetzt? Warum? Egal, ich mach jetzt weiter, mir juckt's ganz ehrlich. Alter, das ist echt verdammt viel Gold. Aber egal. So, wie komme ich denn jetzt hier wieder weg? Ja, für den Geheimgang in das Labor. Ja, wenn ich weiß, wo ich da hin muss. So, ich muss dann hier. Hier weg. Nein, das ist falsch. Das ist auch wieder völlig falsch. Ja, wo muss ich wieder hin? Wie kann das sein? Hä? Kann jemand die Karte bitte sehen? Ich will jetzt die Treppe hier hoch. Muss jetzt die Treppe hoch, ne? Nein. Hey, wo muss ich denn schon wieder hin? Da mache ich meinen Ausflug und bin ich wieder voll orientierungslos. Ja, den habe ich ja schon ausgenommen. Ja, da muss ich nicht hin. Ah ja, ich muss die Treppe hier hoch, glaube ich. Ah, ich lasse das Gold jetzt, von ich habe keinen Bock, ich habe keine Ausrüstung. Wo muss ich denn jetzt schon wieder hin? Ach, ich habe hier angefangen zu eliminieren, ne? Ja. Und dann? Hier hin. Okay, das ist richtig. Gott sei Dank, endlich. Egal, ich lasse die Wache jetzt mal in Ruhe. Ich kümmere mich jetzt mit meinem Ziel. So, hier rein. Halt! Sofort stehen bleiben! Ach man, das fängt ja wieder gut an. Ich habe schon eine Chance, aber garantiert ist nicht anders. Wo ist er jetzt wieder? Ich sehe hier gar nichts gerade. Du entkommst mir nicht! Ich werde dich finden! Ich werde dich finden, aber ich freue dich mal drauf. Ach, da ist er ja. Ich weiß gar nicht, ob er gerade auf mich zugeht oder nicht. Was ist das denn jetzt? Du bedeutest Ärger, das ist alles. Auf der Stelle doch, kann man natürlich auch machen. Da ist keiner. Ja, natürlich. Jetzt dreht er sich um, aber klar. Jetzt dreht er sich um, genau im passenden Moment. Alter, mal ganz im Ernst. Alter, Montreal, was habt ihr da gemacht? Das war nicht mehr normal. Er die ganze Zeit dreht auf der Stelle. Ich komm da hin, er dreht sich um. Boah, Leute. Wo bin ich denn jetzt wieder? Nein! Wieso bin ich nicht wieder hier? Ah, super. Ach, hier geht jetzt die Treppe hoch oder was? Ach ja, klappt er mich jetzt. Oh mein Gott, ey.
Wieso hat er denn nicht gespeichert, als ich da war? So, kann ich jetzt bitte wieder dahin, wo ich hin soll? Ja, klar, und ich laufe direkt. Ich sehe, klar, wie die Dämme. So, wo muss ich jetzt wieder hin? So, hier hoch, da lang, da lang, da lang, hier hoch, da hoch, hoch. Gott, ist egal, ob du pumpst oder nicht. Die Ungläubigen müssen im Namen der Dämmerung leiden. Die Schnauzler. So, jetzt hier rein. Das sah nicht gerade so aus, als ob er gespeichert hat, ne? Wieso speichert er jetzt nicht? Wie manuell speichert er? What? Wieso ist manuell speichert? Hier gibt es eine Eintopfküche. Sind aber diese Sachen, die ich nicht verstehen muss. Na, endlich. Wo sind zwei Kopane? So, das Licht ist aus. So, perfekt. Was macht der da jetzt? Guck ich jetzt mal die Lade jetzt die Wand an oder was? Du kannst mich hier nicht sehen, eigentlich ist es unmöglich. Jetzt ist hier Ruhe. Und wo muss ich jetzt hier hin? Da ist erstmal Mond. Das nehme ich gerne. Und da muss doch jetzt hier irgendwas sein. Finde den Geheimgang des Barons. Muss doch hier irgendwo sein. Er hat wenigstens von Angesicht zu Angesicht gekämpft. Doch nicht, hier ist noch einer. Wir müssen doch schon zwei weg sein. Orions Gabe schützt mich. Aber ich höre noch eine Stimme. Ja, doch, da ist noch einer. Könnte da noch einer sein? Ach, hier komme ich ja nicht weiter. Lass mal außen rum. Außen rum kann ich gar nicht mehr. Ja, der Geheimgang muss hier sein.
Auch wenn hier kein Pfeil mehr angezeigt wird, wo ich hingehen soll. Ich geh mal kurz hier außen rum. Weil eigentlich kann hier keiner mehr sein. Prüfung meines Glaubens? Ach, er ist da. Ach, das juckt mich ja gar nicht, das bist du sowieso nicht. Hier muss irgendwo ein Geheimgang sein. Was wollte ich mir denn jetzt erzählen? Ist das der hier? Ja, perfekt. Ach, jetzt wird mir wieder angezeigt, wo ich hingehen soll. Ja, vielen Dank. Ist hier nur irgendwas, was ich mitnehmen kann? Nö, ne? Nö. Okay, weiter geht's. Mein Flachmann. Oh, hier ist wieder einiges an Gold. Das freut mich. Meine Tischglocke. Ich kann mich eigentlich hier relativ offen bewegen, hier ist ja niemand. Wenn das hier wirklich ein Geheimgang ist, dürfen das nicht so viele wissen. Dass hier wirklich ein Geheimgang ist. Ein Seilpfeil und ein Mikroskop. Das ist das. Aber was ist das für eine Vorrichtung? Egal. Ich muss das gute Stück da irgendwie rauskriegen. Es läuft doch bis jetzt alles relativ erfolgreich. So halbwegs zumindest. Hier nichts mehr. Ja, hier blinkt nichts mehr, glitzert nichts. Nö, ne? Okay, weiter geht's. Wie weit bin ich jetzt mit den Zielen? Na, knapp 50% des gesamten Schatzes geholt. Den ich hier klauen kann. Da ist hier noch mehr. Nur weiteren Bericht. Was passiert, wenn ich das drücke? Fortschritt.
ist hier rein gar nichts. Ja, Leute, würde ich sagen, wir beenden die Folge für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.